Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Möhring. Wenn es denn einen Tag gibt, an dem man ein solches Gesetz diskutieren muss hier im Deutschen Bundestag, dann ist es genau der heutige Tag. Denn dieses Gesetz ist endlich die richtige Antwort auf das, was wir seit 2002 erleben, auf das Scheitern des Prostitutionsgesetzes von Rot-Grün. Und wenn Sie mir das nicht glauben, dann sprechen Sie bitte mit denjenigen, die diese Situation, die Wirklichkeit bewerten. Ich will zitieren einen Reporter von Rise Project aus der Story im ersten Wahre Mädchen, der sagt: Als Deutschland und die Schweiz die Prostitution legalisiert haben, war das eine gute Nachricht für die Menschenhändler. Und das hat sich seit 2002 verändert. Und Ihr Beitrag hat gerade bewiesen, dass Sie anscheinend einen absoluten Realitätsverlust haben bei der Frage, wie sieht es aus in der Prostitution. Schauen wir uns denn die Ergebnisse mal an des rot-grünen Prostitutionsgesetzes. Sicherheit, Schutz, Fehlanzeige. Bessere Arbeitsbedingungen, Fehlanzeige. Selbstbestimmung, Selbstbestimmtheit der Prostituierten, Fehlanzeige. Nein, weniger als 100 Prostituierte sind in Deutschland sozialversicherungspflichtig angestellt. Stattdessen haben wir Elend, Ausbeutung und Armut. Und das werden wir mit diesem Gesetz endlich angehen. Ziel des Gesetzes, das hat die Ministerin dargestellt, ist es, den Prostitutionsmarkt, die legale Prostitution, endlich zu regeln. Endlich zu regeln mit dem Ziel, dass die organisierte Kriminalität zurückgedrängt wird und dass wir Prostituierte vor Fremdbestimmung schützen. Und auch die Arbeitsbedingungen für die Prostituierten so gestalten, dass sie würdig in diesem Bereich arbeiten können. Jede Form von Fremdbestimmung muss bekämpft werden, von Zwangsprostitution, Menschenhandel ganz zu schweigen. Denn, und das ist unsere Überzeugung, es ist jede Art von Fremdbestimmung in der Prostitution mit der Würde des Menschen unvereinbar. Und dieser Leitsatz muss uns auch und trägt uns auch in diesem Gesetz. Und deswegen teile ich das, was die Ministerin gesagt hat, bei der Frage, nämlich welche Gruppe nehmen wir in den Fokus der Betrachtung. Das sind bei allem Respekt nicht die gut situierten Prostituierten, die als Hausfrau nebenbei arbeiten, als Studierende nebenbei arbeiten, die selbstbestimmt sind, die ein Domina-Studio haben, sondern es sind die in unserem Fokus, und es müssen die in unserem Fokus stehen, die nicht sichtbar sind. Das sind die Tausend von Prostituierten, die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind, die übrigens an der Landstraße mehr und mehr stehen, die keiner im Fokus hat. Das heißt, dieser Gesetzentwurf muss insbesondere diese Gruppe schützen, denn das ist die Aufgabe des Staates, die Schwachen der Gesellschaft zu schützen. Und deswegen sei auch mal ein Satz gesagt zu Ihrer Bemerkung, Sie müssen doch mal mit den Sexdienstleisterinnen sprechen. Das tun wir. Ich spreche gerne mit einem Verband, der 36 oder 72 Mitglieder hat. Wir reden hier über Tausende, die in der Prostitution tätig sind oder tätig sein müssen. Und das ist auch ein Appell an die Sexdienstleisterinnen, die sich jetzt gut organisiert auch vertreten sehen durch den Verband. Es ist die Solidarität der Betroffenen, auch mit den Schwächeren und auch für die Schwächeren einzustehen. Und deshalb ist die fremdbestimmte Prostitution zu verändern im Sinne von, dass wir Hilfsangebote schaffen, dass wir die Kontrollen schaffen, übrigens auch Möglichkeiten schaffen für den Ausstieg aus der Prostitution. Und das sollte im Übrigen auch Interesse sein derer, die sich in diesen Verbänden vertreten sehen. Denn noch einmal, der Staat hat gerade die Aufgabe, die zu vertreten, die keine andere Möglichkeit haben. Kollege Weinberg, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Möhring? Von Frau Möhring doch immer. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Weinberg. Herr Kollege Weinberg, würden Sie zur Kenntnis nehmen, dass alle Stellungnahmen der Verbände, die eingegangen sind bisher zu unserer Anhörung am nächsten Montag, und dass auch die vergangenen Sexarbeiterinnenkongresse, wo nicht nur 35 anwesend waren, sondern ein breites Spektrum angebildet war, alle, aber auch wirklich ausnahmslos alle, darauf hingewiesen haben, dass die Registrierungs- und Anmeldepflicht mitnichten zu mehr Schutz der Betroffenen führt und dass die Beratungsstellen, die sich mit Prostituierten auf dem Straßenstrich beschäftigen, auch darauf hingewiesen haben, dass mitnichten eine Registrierung zu mehr Schutz führen wird, sondern es die Abdrängung in die Illegalität befördern wird. Und übrigens, wenn Sie, ich kann Ihnen natürlich nicht vorwerfen, wenn Sie sich nicht vor Ort kundig im Bordell machen, das ist keine Frage, aber heute um 11 findet hier vom Bundestag eine Aktion zum Internationalen Hurentag statt. Da haben alle Kolleginnen und Kollegen Gelegenheit, direkt mit Betroffenen zu reden und zu hören, was die von diesem Gesetz halten.
Liebe Frau Kollegin Möhring, das nehme ich zur Kenntnis schon deshalb, weil dieser Sexdienstleisterin-Kongress in Hamburg stattgefunden hat, eröffnet von der Senatorin für Gleichstellung, Frau Fegebank von den Grünen. Sprechen Sie mal mit denjenigen, die sich um die Prostituierten kümmern, die gerade nicht vertreten werden. Sprechen Sie mal mit Polizeibeamten vom LKA. Ich will Ihnen nur mal ein Zitat einer verdeckten Ermittlerin gerne darstellen. Die Mädchen müssen halt das Gefühl haben, dass sie eng betreut werden zur Fragestellung sozusagen der Beratung und der Anmeldung. Die Mädchen müssen halt das Gefühl haben, dass sie eng betreut werden und dass wir ihre Sorgen ernst nehmen. Haben Sie das Gefühl, dass man ernsthafte Hilfsangebote macht, wie zum Beispiel, dass man NGOs einbindet, die eng am Mädchen dran sind und das aufrechterhält, sagen sie auch aus. Das heißt, diejenigen, die Polizistinnen und Polizisten, die täglich diejenigen aufgreifen müssen, die an der Straße stehen und sich für 20 Euro anbieten müssen, denen vertraue ich. Und da sage ich, das sind meine Adressaten auch in der Diskussion über dieses Gesetz. Und Sie werden sich anschauen und wir werden am Montag darüber debattieren. Und dann werden Sie bei den Stellungnahmen der Anhörungen, darüber werden wir sprechen, einiges erleben, wie die Realität nämlich aussieht. Und das sind nicht die wenigen, die in großen Edelbordellen arbeiten. Das ist die große Masse, die wir auf der Landstraße finden. Und deshalb, glaube ich, muss das unser Ansinnen sein, bei allem Respekt vor der Arbeit der jeweiligen Verbände. Auch die nehmen wir gerne mit zur Kenntnis. Auch die Gespräche führen wir. Aber noch einmal, ich glaube, wir müssen bei 300.000 Prostituierten uns die Gedanken machen um diejenigen, die nicht vertreten werden durch die jeweiligen Verbände. Und genau diese Situationsbeschreibung des Prostituiertengesetzes von Elend, Armut und Ausbeutung in der jetzigen Situation war es ja auch, das hat ja die Große Koalition bewegt und wir haben dann ja sehr intensiv gerungen, das ist auch gut so, weil wir am Thema interessiert waren, weil wir nicht Ideologien weiter aufbauen wollten. Die Ministerin hat zu Recht gesagt, vielleicht kommt man mit diesem Gesetz zu spät, richtig. Aber das Gute ist, und das ist unser Ziel, dass wir in dieser Legislaturperiode dieses Gesetz auf den Weg bringen. Und ich bin der SPD sehr dankbar, dass wir bei den wesentlichen politischen Themen auch Einigung erzielt haben. Es war ein langer, streitbarer Weg, aber uns hat immer geleitet das Interesse, dass wir die Frauen schützen, dass wir die Betroffenen schützen. Und ich glaube, das ist auch mit den Regelungen gelungen. Denn wir brauchen ein Anmeldeverfahren, wir brauchen Angebote und wir brauchen insbesondere den Schutz der Prostituierten, die unter 21 sind. Und auch wenn die Prostitution weiter mit 18 zulässig ist, wir haben es zumindest erreicht, dass wir besondere Schutzfunktionen, besondere Beratungsfunktionen bei der Gruppe der 18- bis 21-Jährigen jetzt implementieren können. Und das ist gut, gerade für die Gruppe, die wir ansprechen wollen, auch mit Blick auf den Ausstieg. Im Übrigen, Frau Möhring, Ihre letzte Bemerkung habe ich überhaupt nicht verstanden. Was ist denn das bitte für ein Ansatz? Ja, und wenn die Prostituierten dann aufhören mit ihrer Arbeit, was ist denn dann mit denen? Da müssen sie ja qualifizieren und Ausbildungsangebote schaffen. Ja, ist denn der Umkehrschluss, dass sie in der Prostitution bleiben sollen, weil sie möglicherweise keine Alternativen haben? Das kann ja wohl nicht der richtige Weg der Politik sein in dieser Frage. Wir werden jetzt tatsächlich am Montag in der Anhörung und nach der Anhörung uns Zeit nehmen, diese auszuwerten. Für uns als Union haben wir noch einige Punkte, die wir diskutieren wollen. Ich will zwei, drei ansprechen. Das erste ist das Thema der Einsichtsfähigkeit. Zum einen halten wir es für falsch, dass sozusagen die Prüfung der Einsichtsfähigkeit jetzt im Anmelderegime wieder rausgenommen wurde. Denn gerade die Menschen mit kognitiven Schwierigkeiten, Menschen mit Behinderung müssen davor geschützt werden, dass sie bei der Anmeldung möglicherweise mit Blick auf die Einsichtsfähigkeit, dass sie nicht überprüft wird. Sondern gerade die Lage dieser Menschen muss uns bewegen, dass wir ein Anmelderegime aufbauen, welches dieses insbesondere schützt. Das zweite ist die Frage von schwangeren Prostituierten und hochschwangeren Prostituierten. Auch eine Entwicklung in diesem Bereich ist ja, und das ist ja erbärmlich, dass man mit Schwangeren und Hochschwangeren mittlerweile Geschäfte macht. Und da sagen wir als Union ganz deutlich, wir müssen schauen, wie wir es rechtlich hinbekommen, dass wir diese Menschen schützen, weil das ungeborene Leben geschützt werden muss. Und das ist auch in der Frage der Prostitution für uns ein Grundsatz. Wir werden drittens schauen, das Thema Krankenversicherung. Wir wollen die Prostituierten beraten. Wir wollen aber auch, dass alle krankenversichert sind. Und dann gibt es einen vierten Punkt. Das sind die Auswüchse dieser Prostitution, gerade auch in ländlichen Bereichen. Wenn Sie heute mit Kolleginnen und Kollegen aus Wahlkreisen sprechen, die aus einem ländlichen Bereich kommen, dort finden Sie mehr und mehr junge Mädchen aus Rumänien, aus Bulgarien, die sich dort anbieten müssen, die 11 Stunden im Regen stehen müssen, für billiges Geld sich anbieten. Und das Geld, was sie verdienen, wird ihnen auch noch abgenommen. Das heißt, wir werden überprüfen müssen, wie wir auch diese besondere Situation der Prostitution jetzt mit einem Gesetzesvorhaben verändern können. Ich bin guter Dinge. Ich bedanke mich nochmal für diesen Gesetzesentwurf. Wir haben hier und da an den Stellschrauben noch Nachbesserungsbedarf. Das werden wir gemeinschaftlich tun. Und dann freue ich mich sehr, dass diese Legislaturperiode es schafft,
dass SPD, CDU und CSU gemeinsam ein solches Gesetz auf den Weg bringen. Das ist ein gutes Zeichen für die Große Koalition, dass wir, so weit auseinander wie auch waren, jetzt eng zusammengekommen sind im Sinne der Betroffenen. Und das ist unser Auftrag und nichts anderes. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Katja Dörner für die Fraktion Bündnis.